Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wollte euch einen ganz kleinen Mini-Haul zeigen, denn ich habe wieder heute was entdeckt, was sehr cool ist, günstig und auch noch praktisch dazu. Und deswegen wollte ich euch unbedingt das Video zeigen und ich habe noch Kleinigkeiten bei mir gefunden, bei DM. Und ja, aber bevor ich damit los Lege, möchte ich gerne jemanden grüßen. Und zwar hat heute jemand Geburtstag. Sie wird süße 16 Jahre. Und eine gewisse Person, wo ich nicht weiß, ob ich den Namen nennen darf, hatte mich gefragt, ob ich ihre Freundin, weiß ich, dass ich es richtig verstanden habe, grüße und einen Geburtstagsgruß mache. Und ich habe zugesagt und ich habe gesagt, ja klar, mache ich gerne. Ich mache gerne Leuten eine Freude. Und ja, genau. Und jetzt nehme ich mal ein Ständchen für dich und los geht's. Also, ein Bestimmchen zurechtdrücken. Und ja, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Prinzessin Kim. Happy Birthday to you. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Prinzessin Kim. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Gesundheit, Erfolg. Ja, dass du mit beiden Beinen im Leben stehst, dass du glücklich bist, dass du, wie gesagt, Erfolg hast und ja. Und ich hoffe, das hat dir gefallen und bei dieser Person, die kennst du mit Sicherheit natürlich, ist ja auch schließlich deine Freundin, kannst du eine dicke Umarmung von mir auch ausrichten, weil, oder ein dickes Küsschen. Ich weiß ja nicht, wie ihr Freundin das immer macht. Und ja, sie hatte nämlich mich gefragt, ob ich als Überraschung in einem Video dir einen Geburtstagsgruß hinterlasse. Und ich hoffe, das hat dir ein bisschen gefallen und du freust dich. Und ja, falls du noch nicht feierst, dann feier mal schön. Und ich hoffe, ja, dass du wirklich viel, viel geschenkt bekommst, dass du deinen Wunsch erfüllt bekommst. Und ja. So, ja, jetzt beginnen wir mit dem kleinen Mini-Haul. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit Badesachen. Wir fangen jetzt einfach erstmal an mit diesem hier. Das habe ich aus der Theke, aus der Brötchentheke gefunden und entdeckt. Und das gibt es auch in groß. Und zwar heißt das von TTZ, das Bäder der Welt, Kleopatras Geheimnis, Baden wie eine Königin und reichhaltige Pflege genießen. Und falls das, da ist nämlich ein bisschen Krach hier nebenan, weil da irgendjemand im Vorgarten irgendwas zurechtschneidet. Also falls es stört, sagt Bescheid. Dann muss ich es halt nochmal neu drehen, falls ihr mich nicht verstanden habt. Auf jeden Fall, schäumendes Cremebad mit Milch, Honig und Mandelöl. Das ist so eine klipprige Konsistenz hier in dieser Tüte, also kein Salz. Ich denke mir mal, das ist so ein flüssiger Badezusatz. Und wie gesagt, das gibt es auch in groß. Und wenn das schön ist, dann werde ich das mal in groß kaufen. Ja. Dann habe ich von Dresdner Essenz ein Pflegebad geholt. Das ist mit Honig und Mandel. Das entspannt und ist hautschützend. Und das riecht wirklich sehr süß. Nach dem Honig und ein bisschen so Mandel. Extrakte rieche ich noch draus. Und ja, wirklich sehr, 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 sehr gut. Genau. Dann habe ich einmal das Balea Hygienehandgel nachgekauft. Bei mir ist das nämlich noch so viel drin. Also von hier an bis hier. Ich wollte das normalerweise in meine Einkaufs-App reinsetzen unter der Kategorie Nachkauf. Oder nachkaufen. Aber ich dachte mir, eigentlich brauchst du das ja fast alltäglich. Sei es zwischendurch, in der Bahn, im Bus,
auf der Arbeit, zu Hause, wenn ich irgendwo zu Besuch bin und ja, genau, zwischendurch mal. Und da brauche ich das eigentlich nicht auf die Nachkaufliste setzen, sondern habe es direkt schon mal nachgekauft. Dann habe ich etwas entdeckt, was ich eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Ich liebe, ich liebe dieses Fluid. Dieses L'Oréal Paris Hydra Active 3 mit Zelltechnologie Reinigungsfluid. Ich liebe es. Es ist auch schon fast leer. Ich habe auch noch einen Backup hier irgendwo. Ich habe gemerkt, dass dieses Fluid nicht alles runternimmt. Sei es Wimperntusche am meisten, Kajal. Da geht das auch nicht immer so viel ab. Und deswegen habe ich jetzt ein Produkt entdeckt, was ein bisschen unterstützt wird mit dem Entfernen. Und zwar ist das auch von L'Oréal. Das Make-up-Entferner Express für Augen und Lippen, speziell für langanhaltendes und wasserfestes Make-up, ohne Fettfilm, augenärztlich getestet, für empfindliche Augen geeignet. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Es ist ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Warum ist das schon wieder unscharf, Leute? Ist ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner, das schüttelt man ein bisschen und dann vermischt sich die beiden Konsistenzen und dann kann man wasserfestes Make-up, wasserfeste Augen-Make-ups entfernen oder auch ganz normale Wimperntuschen kann man entfernen. Also es muss nicht unbedingt wasserfestes Make-up sein, aber das soll ein bisschen meine Routine beim Abschminken ein bisschen unterstützen und ja. Genau. Und das ist wie gesagt von L'Oréal, weil ich L'Oréal von den Reinigungssachen sehr zufrieden bin. So. Dann habe ich nachgekauft, beziehungsweise ich habe ein Backup gekauft. Ich hatte noch die Couponkarte mit diesem Produkt und ich habe noch von DM noch Punktekarte. Die letzte DM-Punktekarte und ich habe gedacht, nimmst du die einfach jetzt mit und dann wirst du mal das Produkt kaufen, dann hast du ein Backup. Weil ich habe sehr viel Gutes darüber, über dieses Produkt gehört und ich denke mir mal, ein Backup kann nicht schaden. Und zwar habe ich das Max Factor Facefinity All Day Primer mir gekauft. Ja, und das habe ich mir, wie gesagt, halt als Backup nachgekauft. So, und dann habe ich jetzt alle DM-Karten weg und brauche mir dann keine Gedanken machen, dass ich dass ich die nicht mehr verwenden kann. Ich muss auch dringend auch alte DM-Post und alte DM-Coupons, die ich vergessen habe einzusetzen, in den Schredder packen muss ich auch noch. Und ja, genau, das war dann das. Und jetzt, meine Hübschen, habe ich etwas für euch, was euch bestimmt auch interessieren wird. Und zwar möchte ich gerne meine For Your Beauty Reinigungsbürste ersetzen durch eine Bürste, die elektrisch ist. Und das habe ich jetzt falsch rum. Die elektrisch ist. Ich habe so oft danach gesucht, ich habe verglichen und ich war letztens, wo ich die Zoeva-Pinsel gekauft habe, habe ich mal nach diesen Reinigungsbürsten geguckt. Über 100 Euro, wenn nicht, dann 200, 300 Euro meist in Fachgeschäften. Es war sau teuer. Dann habe ich dann bei DM mal geguckt. Das war auch, glaube ich, schon länger da. Und dann bin ich dann immer drum rumgeschlichen. Dann sagst du dir, das ist eigentlich auch teuer, aber günstiger als Philips, als Cleversonic, als weiß ich sonst für Sachen. Und dann habe ich gesagt,
Da ich ja ein bisschen weniger heute eingekauft habe, gönne ich mir jetzt diese Elektrobürste. Und zwar ist die von Ulla's Regenerist. Also man muss aber nicht von Ulla's die Produkte verwenden. Also ich habe gehört, man kann einige andere Produkte verwenden, sei es von Balea, L'Oreal, Alverde, gibt es auch so Reinigungssachen oder PP oder was auch immer ihr findet an Reinigungssachen, was man mit diesen Bürstchen hier verwenden kann. Das ist jetzt nur so ein Set. Da ist jetzt ein Bürstenkopf drin. Da ist drin eine Reinigungscreme. Und ja. Genau. Und da kann man auch Bürsten auch kaufen. Die kosten 10 Euro. Also 9 Euro etwas. Und dann weiß ich auch demnächst Bescheid, wo ich die nachkaufen muss. Ups. Ich packe das jetzt mal mit euch mal hier aus. Da ist auch schon das erste rausgefallen. Das ist hier dieses Ulla's Regenerist Skin Perfection Cleanser. Eine Reinigungscreme für ein perfektes Hautbild. Das ist nur da drin. Man kann natürlich damit auch andere Ulla's Produkte mit einbeziehen. Aber ich kann das ja gerne für die Reinigung erstmal verwenden. Ich habe auch mir gedacht, ich könnte auch die, das Reinigungsschaum benutzen, ein bisschen auf dem Gesicht so ein bisschen auftupfen und dann könnte ich das noch mehr schäumen lassen, indem ich das hier verwende. Jetzt muss ich das ein bisschen hier rausfriemeln, falls es laut wird, sorry. So. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir hier Batterien, 2 Stück. Dicke Batterien. Da muss ich das jetzt erstmal hier auffriemeln. Moment, wir gucken mal schnell in der Anleitung rein. Königin. Da muss ja. Batterien einsetzen. Das Batteriefach vorsichtig seitlich hin und her bewegen und dabei ziehen, um die Abdeckung des Batteriefachs zu lösen. So. Dann wollen wir mal. Moment. So, da ist das Batteriefach. Und da nehmen wir jetzt die Batterien rein. So. Zack. Dann stecken wir das wieder hinein. Moment. Andersrum. Moment. So. So, das müsste gehen. Stecken wir jetzt einfach mal hier wieder rein. So. Haben wir reingesteckt.
So, dann nehmen wir jetzt, das sieht aus wie so ein kleiner Mini-Föhn, nehmen wir jetzt hier den Duschkopf, klippen es daran. So, und hier sind jetzt die verschiedensten Knöpfe, also sind nur zwei. Hier ist der An- und Ausknopf und mal gucken, ob das funktioniert, nicht erschrecken. Nee, aber wir probieren das mal. Oder ich habe es falsch reingesetzt, wa? Moment. Wartet mal eben, ich mach das jetzt noch mal einmal auf. Zack. Ist das wahrscheinlich falsch rum reingesetzt worden. So. Ah! Siehst du, jetzt habe ich das falsch eingesetzt. So, jetzt funktioniert es, nicht erschrecken. Ah, es kitzelt. Sehr angenehm auf der Haut. Es kitzelt so ein bisschen. Ja, kann ich aushalten. Genau. So. Ah, ich hatte jetzt gerade einen leichten Druck. Und jetzt kommt das, schnelle. Und wahrscheinlich, die Reinigungssachen noch mehr aufschäumen zu lassen. Ist aber auch noch okay. Kann man auch noch gut aushalten. Ist wie so eine kleine Massage. Ja, kann man nicht meckern. Und ja, wie gesagt, das kann man hier auch kaufen für irgendwie 10 Euro oder so. Und das ist, wie gesagt, die Creme. Ich werde das auch mal heute mal in aller Ruhe ohne die Kamera erstmal testen. Moment. Und das ist hier die Creme, wenn ihr das seht. So eine gelige Konsistenz. Und es hat feine Peelingkörnchen. Merke ich gerade. Also man kann gut und gerne auch mit anderen Peelings das dann benutzen. Oder mit einem normalen Reinigungsschaum oder Reinigungsprodukt allgemein. Ich werde das mal durchtesten. Und ja. Genau. Und das ist dann halt, wie gesagt, meine neue Errungenschaft. Und ich werde die eine manuelle Bürste ja entfernen und das damit ersetzen. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ja, das war mein kleiner Haul. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich will gerade überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Super weich, Leute. Also wirklich schön. Nö, eigentlich nicht. Und ich wünsche euch was. Wir sehen uns bald. Auf ein neues. Tschüss.